begleitet uns an diesem Wochenende nach Zermatt. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Schweiz-Vlog hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, lang ist es her, dass ich euch in die Schweiz mitgenommen habe, aber dieses Wochenende geht es wieder los und zwar fahren wir nach Zermatt. Mein Freund und ich, wir haben ja auch langes Wochenende, wir haben den 1. Mai auch frei und da hat mein Freund vorgeschlagen, lass uns doch irgendwo hinfahren und ich wollte immer schon mal nach Zermatt und ja, da freue ich mich sehr drauf. Wir fahren mit dem Auto von Zürich aus und ja, bevor jetzt die Nachrichten oder Kommentare kommen, ich weiß, dass Zermatt eine autofreie Stadt ist, deswegen fahren wir auch nicht ganz bis nach Zermatt, sondern wir fahren nach Tesch und steigen dann in den Zug dort. Also das ist aber super, alles online steht es auch. Man kann dort, gibt es ein riesen Parkhaus mit über 2000 Parkplätzen, haben wir im Vorhinein schon alles gebucht. 40 Euro kostet es für 3 Tage dort, 40 Franken. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Franken, Franken. 40 Franken kostet das Parken für 3 Tage und der Zug, wir haben beide eine Halbtags, er kostet hin und zurück 8 Franken, ansonsten wären es 16 Franken, also wenn ihr keine Halbtags habt, Halbtags ist im Prinzip so eine Art Bahncard hier in der Schweiz. Genau, das heißt 3,5 Stunden circa bis Tesch. Ich freue mich tatsächlich auch auf die Autofahrt, denn ich bin noch nie so weit rein in die Schweiz gefahren und bin mal gespannt, freue mich auf die Landschaften, die wir sehen werden. Hier ist das Wetter tatsächlich gerade aktuell super schön. 20 Grad soll es halt werden und die Sonne scheint, blauer Himmel. In Zermatt sieht das leider anders aus. Ich habe eben mal die Webcams auch angeguckt und natürlich die Wettervorhersage. In Zermatt regnet es leider, 6 Grad und auf den Bergen schneit es richtig dolle und Wolken hängen über dem Matterhorn. Das heißt, von Zermatt sieht man auch aktuell gar nicht das Matterhorn. Das ist natürlich das Schönste eigentlich da dran, dieses Panorama auf das Matterhorn. Ja, drückt uns die Daumen, dass es in den nächsten Tagen noch besser wird. Leider sagt die Vorhersage, es soll weiterhin schneien die nächsten Tage. Ob wir dann überhaupt auf einen Berg fahren, wir werden es dann spontan entscheiden. Wir haben da tatsächlich noch keine Tickets gebucht, denn das habe ich vorher nämlich auch gelesen. Bucht keine Tickets im Voraus, denn wie jetzt in unserem Fall, wenn dann schneit oder die Wolken drüber sind, dann sieht man auch gar nichts. Deswegen lohnt sich dann auch gar nicht hochzufahren. Deswegen haben wir gewartet. Man kann die Tickets auch vor Ort kaufen, mit Halbtags auf jeden Fall auch. Und dann entscheiden wir spontan, was wir machen. Wir haben auch ein schönes Hotel gebucht mit einer Suite. Das heißt, das zeige ich euch auch hier in dem Vlog. Und ansonsten erkunden wir ein bisschen Zermatt, gehen natürlich heute Abend und morgen essen. Und ansonsten werden wir ein bisschen Wellness machen. Wir haben Wellness in unserem Hotel, einen Wellnessbereich mit Pool, Sauna. Wir haben auch, glaube ich, eine eigene Sauna im Zimmer. Ja, das werden wir sonst halt ein bisschen Wellness machen und mal gucken, wie sich das Wetter so verändert. Ja, ich packe euch jetzt in die Tasche und dann sehen wir uns in Tesch wieder am Autoterminal. Und dann nehme ich euch mit und zeige euch dann ein bisschen Zermatt, das Hotel und was wir dann so erleben. Ob wir überhaupt was erleben, mal sehen. Wir sind jetzt in Tesch angekommen, haben knapp 4,5 Stunden gebraucht, aber haben eine 20-minütige Pause gemacht. Also war tatsächlich länger als gedacht. Aber ja, wir sind jetzt da und der nächste Zug kommt in 10 Minuten. Die Züge fahren alle 20 Minuten von Zermatt. Und wir haben ja direkt hier am Matterhorn Terminal geparkt. Es gibt natürlich hier, also wenn man hier reinfährt nach Tesch, x-tausend Möglichkeiten zu parken. Und wahrscheinlich gibt es auch bestimmt günstigere Varianten zum Parken als hier in dem Terminal, weil es direkt an der Zuganbindung ist. Das heißt, ja, das Auto ist direkt überdacht und man kommt direkt zum Zug. Wir haben jetzt 40 Euro für 40 Franken, 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 für 3 Tage bezahlt. Und aktuell während dieser Saison ist auch das Minimum, was man bezahlen muss. Ja, habe ich schon gesagt, Züge haben 8 Franken gekostet hin und zurück, aber da wir eine Halbtags haben, kostet es halt die Hälfte. Und ja, wie gesagt, der Zug kommt jetzt in 9 Minuten, da sind wir in Zermatt. Und unser Hotel ist tatsächlich nur 100 Meter entfernt vom Bahnhof, also richtig gut. Und das zeige ich euch dann als nächstes. Thank you.
Ich zeige euch jetzt unsere Suite. Wir haben einmal, wenn man reinkommt, die Tür kann man nicht öffnen, die ist abgeschlossen. Hier unser Wohnzimmer mit Fernseher, Kaffeemaschine, natürlich eine Nespresso-Maschine in der Schweiz, einen Balkon, da sitzt bereits mein Freund mit Aussicht. Sieht man jetzt nicht so viel. Eine Couch kann man auch als Schlafsofa nutzen. Dann haben wir hier einen Schrank. Dann geht's weiter. Hier haben wir auch noch mal Schrank, Aufhängefläche. Also Stauraum ist hier echt genug. Dann kommen wir ins Badezimmer. Hier haben wir eine große Dusche und auch eine Badewanne. Hier haben wir auch Handlotion, Bodywash. Auf jeden Fall sehr geräumig. Da bin ich. Guten Tag. Und dann kommen wir ins Schlafzimmer. Großes Bett mit nochmal einem Fernseher und einem zweiten Balkon, wo wir einen Blick aufs Matterhorn haben sollten. Theoretisch. Das versteckt sich ein bisschen hinter den Wolken. Aber ja, das ist die Aussicht. Ja, wir laufen jetzt hier durch die Bahnhofsstraße in Zermatt und schauen, was für Restaurants es gibt und welche Shops noch offen haben. Und wir sind ja gerade in der Zwischensaison oder Nebensaison hier. Und viele Restaurants haben so bis Mitte Juni tatsächlich geschlossen, sind in den Ferien. Wie zum Beispiel hier die Crêperie. We are on holiday. Also wir sind gerade hier in der Nebensaison. Ich habe euch übrigens eben gar nicht gesagt, in welchem Hotel wir übernachten. Wir übernachten im Hotel Ambassador. Hier, 4 Sterne. 100 Meter vom Bahnhof, also super nah, wenn man im Zug hier ankommt. Also echt gute Lage. Zur Innenstadt sind es auch nur 2 Minuten Fußweg, wenn überhaupt. Und da vorne ist auch direkt ein Denner, wenn wir noch was zu trinken kaufen gehen. Ja, also echt gute Lage. Wir sind in der Waliser Kanne zum Essen. Tatsächlich war es schwierig, einen Tisch zu finden, weil schon vieles ausgebucht war. Also wenn ihr hier seid, dann müsst ihr reservieren. Und für mich gibt es eigentlich eine Vorspeise, Burrata mit Kirschtomaten. Wenn ich noch Hunger habe, bestelle ich mir vielleicht die Crème Brûlée. Und bei meinem Freund gibt es
klassisch Käsefondue mit Kräutern, dazu Brot, Kartoffeln und Obst. Ich glaube, da sind Äpfel drin, Trauben und vielleicht Nektarinen. Ja, sieht gut aus. Ich bin ja nicht so der Käsefondue-Fan. Einen wunderschönen guten Morgen aus Zermatt. Ja, ich habe mich gestern dann nicht mehr verabschiedet, denn ja, wir sind nach dem Essen direkt aufs Zimmer und haben Zweisamkeit genossen. Und das Essen war sehr, sehr lecker gestern, aber auch die Portion vom Käsefondue hätte ein bisschen mehr sein können. War aber sehr, sehr lecker auch für mich, das Käsefondue. Wir haben auch noch nachgefragt, denn sie machen tatsächlich nicht so viel Wein rein und das tatsächlich hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Und ja, siehe da, da ist das Matterhorn. Man sieht's. Die Wolken haben sich einigermaßen verzogen. Ab 16 Uhr soll es auch erst schneien. Deswegen wahrscheinlich werden wir dann auf einen Berg fahren. Es gibt jetzt mehrere Optionen und wir haben ja nur einen vollen Tag. Deswegen werden wir uns für eine Sache entscheiden. Aber was es sonst noch gibt, das erzähle ich euch dann auch noch später. Gleich geht es erstmal zum Frühstück und das zeige ich euch auch. Ich habe schon mal geguckt, wo so der Spa-Bereich ist. Denn wir testen den heute Nachmittag, wenn es eh schneien soll. Und hier ist gerade keiner, deswegen dachte ich, filme ich das schon mal ab. Hier ist schon mal der Pool. Ich glaube, da hinten sind die Saunen. Die Sauna macht aber erst um 16 Uhr auf bis 20 Uhr. Und der Pool hat von 8 bis 20 Uhr offen. Und hier ist auch ein kleiner Whirlpool. Und Handtücher gibt es auch vor der Tür. Hier gibt es Umkleidekabinen und Duschen. Und auch einen Föhn. Ja, klein, aber fein. Also sieht gut aus. Testen wir dann heute Nachmittag. Ich zeige euch jetzt mal schnell das Buffet hier. Hier gibt es Wurst und auch natürlich klar in der Schweiz verschiedene Käsesorten. Hartgekochte Eier. Ich glaube, das ist eine Quiche. Bacon, gegrilltes Gemüse und Rührei. Das Rührei war sehr lecker, meinte mein Freund. Dann Obst, verschiedenen Joghurt. Dann gibt es hier natürlich Müsli. Es gibt auch Sojamilch und Mandelmilch. Auch Nüsse hier oben fürs Müsli. Dann gibt es hier hausgemachte Aprikosenkonfitüre, Honig. Eben gab es auch noch Pflaumenkonfitüre, selbst hausgemachte. Die war auch sehr lecker. Natürlich Marmelade, Nutella, Butter, Margarine, Toast, Schokocroissants, Croissants und Brot und Baguette und einen Hefezopf. Das war's. Wir haben uns unsere Tickets für die Gornergradbahn gekauft. Im Prinzip ist hinter mir der Bahnhof, seht ihr da? Und die Gornergradbahn fährt genau dahinter. Also hinter diesem Notrufarztwagen ist dahinter die Bahnstation. Also direkt eigentlich hier am Bahnhof. Und hin und zurück tatsächlich kostet es 44 Franken mit Halbtags. Ohne Halbtags wären es 88 Franken. Ich hatte online gesehen, irgendwie 22, das ist wahrscheinlich nur die Hinfahrt. Und das kann man dann runter natürlich theoretisch wandern, wenn man möchte. Ist auf 3000 paar zerquetschte Meter, also knapp über 3000 Meter der Gornergrat. Und man hätte auch nach Roden, hätte man runterwandern können, eine Stunde. Also wir hätten eine Tour theoretisch auch nach Gornergrat nehmen können und dann von Boden, glaube ich, heißt es, runterwandern können. Dann wieder zurückfahren können. Aber wissen nicht, wie die Konditionen oben sind mit dem Schnee und mit dem Runterwandern. Deswegen haben wir uns erstmal dagegen entschieden. Ja, der Zug kommt erst in 20 Minuten circa. Dauert also noch ein bisschen. Deswegen entspannen wir jetzt hier und genießen die Sonne. Denn es ist wirklich sehr, sehr warm hier unten. Also im Tal, würde ich mal sagen. Es gibt noch das Matterhorn Glacier Paradise, das ist auf, das muss ich ablesen, 3883 Metern. Der Gornergrat ist auf 3089 Metern. Fährt jetzt nicht direkt von hier, man musste glaube ich einen Bus nehmen, haben wir gesehen, da habe ich mich aber nicht so genau darüber informiert, weil wir den Gornergrat machen. Und die Fahrt zum Glacier Paradise kostet auch, glaube ich, 90 Franken ohne Halbtags. Und man muss, glaube ich, zweimal umsteigen mit den Gondeln und fährt knapp 45 Minuten da hoch und hat natürlich auch eine super Aussicht. Dort gibt es auch ein Restaurant und halt auch dieses Glacier Paradise, wo man durch den Gletscher laufen kann. Und ja, das gibt es jetzt auch noch hier als Alternative. Aber wir haben uns ja für den Gornergrat entschieden. Da kann man wohl auch irgendwas mit VR machen. Schauen wir mal, wenn wir oben sind. Wir haben halt nur 2,5 Tage im Prinzip und deswegen müssen wir uns halt entscheiden, was wir machen. Aber ja, wollt euch die Option hier auch nochmal nennen.
sind jetzt hier oben auf dem 360-Grad-Ausblickspunkt. Und ja, man sieht halt viel Eis, viel Schnee, Gletscher, einige Berge, von denen ich den Namen nicht weiß, aber das Matterhorn hat sich leider versteckt. Das ist irgendwo da hinten, unter den Wolken. Ja, wir schauen uns das hier um. Hier gibt es auch irgendwie so ein Zoom-Erlebniswelt. Da gehen wir gleich mal rein. Und ja, hier ist relativ warm oben, hätte ich gar nicht gedacht. Aber die Sonne wärmt es schon gut auf. Und schauen wir uns das hier ein bisschen um. Also hier im Zoom-Erlebniswelt kann man ein VR-Erlebnis machen. Ich glaube, wie man paraglidet. Das probiere ich jetzt gleich mal aus. Ist kostenlos. Also hier gibt es, ich habe es gerade getestet, also man fliegt im Prinzip mit dem Gleitschirm. Man kann ihn auch steuern mit den Griffen. Und es gibt zwei Optionen, entweder Panorama oder Action. Und ich habe mich für Action entschieden und bin einmal um das Matterhorn geflogen. Also war echt schön. Wir sind tatsächlich im Tal wieder angekommen. Haben jetzt nicht so viel Zeit oben verbracht, denn ja, natürlich hat man die Aussicht, war jetzt immer hinter den Wolken und so spektakulär fanden wir es tatsächlich auch nicht. Also wir haben schon schönere Aussichten hier in der Schweiz gehabt. Es ist sehr touristisch, nicht klar. Aber trotzdem schön mal hochgefahren zu sein. Man muss es ja auch mal gesehen haben. Ja, jetzt laufen wir hier noch ein bisschen durch Zermatt und ja, bis es anfängt zu regnen. Soll heute Nachmittag ja so sein. Und dann gehen wir in den Wellnessbereich des Hotels. Wir sind hier bei Grumpy, so heißt der Italiener, zu Abendessen an unserem zweiten Abend. Ich habe eine Art Focaccia mit Burrata, Rucola und Schinken. Und mein Freund hat ein Rinder-Entricot. Die Kräuterbutter ist extrem lecker. Und Pommes und Gemüse. Ja, heute ist Abreisetag und ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund sehen kann, aber es regnet die ganze Nacht in Strömen. Von den Bergen sieht man mittlerweile gar nichts mehr. Wir haben auch eben schon gehört, dass es kontrollierte Lawinensprengungen gab. Das heißt ja, oben auf den Bergen schneit es auf jeden Fall sehr dolle. Und deswegen werden wir jetzt heute nichts mehr machen. Wir werden jetzt gleich frühstücken gehen und dann nach Hause fahren. Ja, das Fazit von uns beiden ist tatsächlich, also erstmal das Hotel ist wirklich in Ordnung. Die Lage ist super. Wir fanden leider beide die Betten sehr, sehr unbequem. Also wir haben sehr schlecht geschlafen hier. Dann finden wir beide, dass wir halt zur falschen Jahreszeit hier sind. Es ist halt Zwischensaison oder Nebensaison, wie die es hier nennen. Dementsprechend war auch das Zimmer relativ günstig. Also ich glaube, die Suite hätte wenn jetzt Hauptsaison wäre, Sommer oder Winter, viel, viel mehr gekostet. Deswegen war sie so günstig. Klar, und wir hatten sehr Pech mit dem Wetter, aber das kann man natürlich nie vorher beeinflussen. Aber aktuell ist es halt so, dass man weder richtig wandern kann, so in den Bergen, weil da halt sehr, sehr viel Schnee liegt. Und wir sind jetzt nicht die versierten Profis im Schneewandern. Wir haben viele Videos gesehen von Zermatt im Hochsommer, wo man richtig schöne Wanderwege hier hat im Wald und so. Also wenn, dann würden wir halt wahrscheinlich im Hochsommer nochmal kommen, um wandern zu gehen. Im Winter kann man hier natürlich auch einiges machen, wie zum Beispiel Schlitten fahren oder Schneeschuh wandern. Hat aktuell aber alles nicht mehr offen. Also wie gesagt, wir sind in der Nebensaison. Beim nächsten Mal würden wir in einer anderen Saison kommen, entweder Sommer oder halt tiefster Winter. Aber so ein Zwischending war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, würden wir nochmal machen, so im Spät. Also wir haben jetzt gerade Ende April.
Ja, aber dennoch hatten wir eine schöne Zeit. Wir haben sehr viel entspannt. Der Wellnessbereich hier im Hotel war schön. Wir haben gut gegessen. Die Pizza übrigens kann ich euch sehr empfehlen, gestern beim Italiener. Dieser Teig ist einfach unglaublich lecker. Teuer. Die Pizza hat 30 Franken gekostet knapp. Aber der Pizzateig ist super gut. Also wenn ihr Pizza essen wollt hier in Zermatt, kann ich euch das Restaurant, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber ihr habt es ja eben gesehen, auf jeden Fall empfehlen. Ja, und das war unser Vlog hier zu Zermatt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Als nächstes sehen wir uns dann im Disneyland Paris, nächstes Wochenende wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.